la pollera colorada. ¡Hey! 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 Jetzt gerade auf dem Weg zur neuen Wohnung, weil am Freitag bzw. in zwei Tagen der Robin und der Robert wieder nach Hause fliegen. Ich bleibe dann alleine. Und ich habe mich jetzt entschieden, noch ein bisschen länger hier zu bleiben. Eigentlich wollte ich auch weiter, aber das ist mir halt jetzt zu kurzfristig. Ich gucke mir jetzt die Wohnung an und vielleicht dann für ein, zwei Wochen. Und dann habe ich ein bisschen mehr Luft, um zu entscheiden, was ich da noch mache. Ja, der Verkehr wie immer einfach nervig. Aber die Aussicht da hinten ist wieder genial. Wieder krass hier, einfach so mitten auf der Straße, lauter so Sachen zum Verkauf, aber ich sehe jetzt keinen, der dazugehört. So, Mr. Daniel, you're Frankie. Thank you, my friend. Thank you. So. Ist okay, Senior? Yes. Uh-huh. Sie? Eso es Apartment, sí. Iniciando limpieza. Ahora, ja. Okay, das ist die Dusche. Ja, sehr einfach. Okay, Küche, importante, Licuador, sí, en español Licuador. Ja, okay, Gas. Ja, da bin ich jetzt nicht so begeistert. Grande Television. Okay. Ja, das geht ja voll ab, Wahnsinn, okay. Ihr habt jetzt die Wohnung gesehen. Ja, sehr alt, relativ alt, altbacken. Aber ich habe noch schlimmere Sachen gehabt, ja, und ich bin das, klar, ich möchte auch gute Sachen haben, so ist es nicht, ja, ich will auch nicht mal in Shitholes wohnen, aber das geht, das passt, das ist billig und wenn ich jetzt nur ein, zwei Wochen hier bleibe, egal, Hauptsache billig, man hat das Nötigste da, ja, und das Gute ist, ich habe schon mit dem telefoniert, mit dem Sohn, das war jetzt der Vater, ich kann das vielleicht ohne Airbnb machen, das ist ja so ein kleiner Trick von mir immer, dass man die anschreibt und so und dann direkt hingeht, guckt. Und dann kann man es billiger machen, ja, weil Airbnb nimmt ja, ich weiß gar nicht, 15-20% oder so. Und dann kann man das auch Cash zahlen. Das ist halt eine relativ sichere Gegend, Anführungsstrichen. Das ist gleich in der Setenta in der Nähe. Nimmt meistens nur eine Woche, um erstmal zu sehen, gerade bei sowas, wie es da überhaupt ist, ja. Ob da auch jetzt Kakerlaken so eine Scheiße rumrennen. Kann alles vorkommen, das muss man halt wegstecken in so Ländern. Genau, was essen, das sieht ganz gut aus. Menü de Dia, relativ preiswert, sogar mit Pasta Bolognese, das werde ich nehmen. Dann gibt es noch Spezial, ein Esportivo, wie man das ausspricht, mit noch mehr. Jetzt habe ich das verstanden. Also man kann jetzt wieder auswählen, so Pollo und Salat, also das Standardding mit dem Reis und so. Habe ich halt keinen Bock jetzt drauf. Wenn man das jeden Tag isst, das kann man auch nicht mehr sehen. Deshalb nehme ich jetzt mal so Bolognese. Und dann gibt es noch eine Suppe dazu und ein Getränk. Und das alles für 13.500. Das ist klasse. Da habe ich hier mein Gurapo bekommen, meine Suppe. Sieht okay aus, aber ja, das Fleisch oder was, das lasse ich mal. Da bin ich raus. Ekelhaft. Das ist jetzt noch mein Hauptmenü. Sieht gut aus. Mal sehen, wie es schmeckt. Also wie beim Italiener schmeckt es nicht, aber mit dem Reis super. Kann man gar nichts sagen. Die Soße ist lecker, die Nudeln sind leicht verkocht, aber ist okay. Irgendwann später. So, jetzt gerade über die Hauptstraße hier zu kommen, aber es ist vier Autobahnen. No tengo. Ja, das heißt geizig. Ich bin geizig, ich kann jedem hier was geben, ey. Vamos al parque quiera. Es una bonda. En el cuando dos horas. En el con tomar. Todo lo que usted quiera. Todo. Comer. Beber, bailar, rumbear. Okay. Bailar con Shakira. Bailar con Shakira. No, no tengo talento para bailar. No importa. No, no importa. Shakira la enseña. Ok. Nosotros tenemos un comida ahí, quizás. Listo. ¿Cuánto vale? Vale 40 pesos.
por persona. 40. Oh. 2 horas y media. Baile de Shakira, karaoke. Se le comparte el teléfono para que busquen la música que quieren bailar. Pero sin tomar, no incluso. Solo. Si ustedes quieren tomar, se le comparte la bebida, se les da el. Pues lo llevamos a un sitio donde puedan comprar su bebida y todo. Oh, ich habe jetzt mal hier so eine Platte bestellt. Die anderen nehmen hier Ribs, da ist echt viel Fleisch dran. Das ist auch irgendwie komisch, wir sitzen jetzt hier, bestellen was zu essen und da liegen halt so die Obdachlosen, ne? Immer wenn die Läden jetzt zu machen, die schlafen hier einfach so öffentlich, ja? Das juckt die nicht. Ja, die müssen jetzt alle weg hier. Polizei tut die jetzt wegscheuchen. Ja? Ah, die pennen einfach da. Na? Oh! Rico, hm? Video! Ja, Video vor YouTube, ja? Ne? Hey, Rico! Advertising for you! Ja? Musiker! Ah, mucho salsa, ha? Barbecue! My sister! The sister, ja? Cooker. Ja? Una sonrisa. No entiendes, no entiendes, no entiendo. Una sonrisa. No, gracias. Gibt's halt jetzt auch. No, gracias, hier noch. Die nutzen dann immer Kinder wie in Vietnam, ja? Ja. Arepa? Ah, ja. Arepa, ja. With tea. Von Papas. Mm, yummy, yummy. Sind jetzt hier die Ribs. Delicious. Gute Portion und da ist echt viel Fleisch dran. Gracias. Calosito, bienvenido. Oh, geil. Ja, das lässt mir jetzt schmecken. Ich muss aber aufhören zu filmen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das essen soll. Hier, jetzt nehmen wir noch ein Bierchen. Komm hin. Obado und Pilzen. Ja? Ich probiere Pilzen. Ja, sie. Dann quanto vale es essen. Ja, das kostet jetzt 8000. Was sind denn das? 2 Euro. Hast ein halber Liter. Dambien Massage. Ja. Ja, sie. Go ahead, go ahead. Ja. Go ahead. Die Küche wird jetzt hier massiert. Quanto vale Massage? So eine typische Pharmazie jetzt abends, wo sie alle anstehen. Ja, die ist noch offen. Fiesta! Hey, my friend! Como estás? Bien, bien, aquí. No! Mucho fiesta! Oh, ¿qué tal? Nächsten Tag. Heute ist Fußball, da geht's ab, ey. Viel Polizei. Also wir müssen für die Grünen sein, ja? National. Also ich glaube, wir haben jetzt den Pokal gewonnen. Irre! Ja, heute ist Donnerstag. Ich glaube, jetzt, weil die gewonnen haben, komplette Eskalation heute auf der Straße. Mal gut. So, Fanmeile hier. Sind alle hier, geht's ab jetzt. Wir haben über nach Mitternacht. Überall Feuerwerk. Ja. Ganze Fanartikel hier. Wahnsinn, wie viele Leute. Alle feiern. Ein Sieg, Pokal. Geht's wohl ab hier. Thank you.
Mitte November 2023, ich war dabei. National, ne? Wien? Es ist so. Where are you from, bro? Alemania. Es ist so. Me gusta mucho. Hay mujeres de acá, son fanáticas al sexo. Nacional, ¿eh? Nacional, solo verde. Nacional. Nacional, from Colombia. Hey. Nacional, ¿eh? Nacional. Die sind so geil drauf. Hey, welcome to. Nacional, ¿eh? Colombia. Medellín. Me bien, ¿eh? Medellín. Aber heute sind alle gut drauf, ja? Komplett Außenkurse, so krank hier, kein Durchkommen mehr. Geil, der Bus da hinten, Hammer. Ich geh ihn voll ab. Camisa. No, ¿cómo? ¿Quién la camisa? No, que tomen no, la foto. No, no. Gracias, señor. Bien. Jetzt habe ich hier National an. Hier vom mi amigo, ¿cómo se llama? David Gaviria. Ja, mucho gusto. Where are you from? Alemania. Alemania. Hey, salud, salud. Salud, salud. Salud. So, wir laufen jetzt mal auf der anderen Seite durch. Wir müssen uns das einfach geben, ja? Das ist so crazy hier. National! No, gracias! Solo voy, ja? Que no soporto pases. Ay, no, gracias! Ay, no! Mann, ich ¿Qué es eso? Chorizo. Rico, ja. Aquí llaman chorizo y en México le dicen longaniza. Ich glaube, da muss morgen keiner arbeiten, oder es geht keiner arbeiten, eher so. Kommen wir jetzt hier vorbei? Chaos! Kolumbien und so ein fetter Mercedes. Ihr wisst Bescheid. Das ist interessant, wenn die Läden hier schließen, machen die hier so eine Art Schutz hin, damit die Obdachlosen ja nicht mehr schlafen. Also es ist echt ein krasses Problem hier.